Zu einem LKW-Brand kam es am späten Abend gegen 23 Uhr auf der A7 zwischen Homberg-Efze und der Rastanlage Hasselberg-Ost. Der Kühlsattelzug aus Gießen hatte Frischobst geladen, welches beim Brand vernichtet wurde und einen Wert von rund 30.000 Euro hatte. Der 49-jährige Fahrer berichtete der Polizei, er hätte einen lauten Knall gehört und sei daraufhin sofort auf den Standstreifen gefahren. Im Rückspiegel sei schon Flammen zwischen Auflieger und Zugmaschine, berichtete der Fahrer den Beamten der Autobahnpolizei. Der Mann konnte den LKW rechtzeitig verlassen und wurde nicht verletzt. Der Auflieger wurde bei dem Brand stark beschädigt, die Zugmaschine komplett zerstört. Der Gesamtsachschaden wird von der Polizei auf ca. 90.000 Euro geschätzt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung kam es auf beiden Fahrspuren zu erheblichen Behinderungen. Der Verkehr wurde einspurig an der Einsatzstelle vorbeigeführt. Gegen 3.40 Uhr war die Unfallstelle wieder für den Verkehr freigegeben.